Kaum einer weiß es. Wir nennen Markennamen, ohne es zu wissen. Und manche dürfen wir sogar nicht sagen. Los geht's mit diesem Teil. Die allermeisten werden es kennen. Das ist eine Frisbee-Scheibe. Frisbee? Ich würde Frisbee-Scheibe dazu sagen. Ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, beim Namen Frisbee handelt es sich eigentlich um eine geschützte Marke. Und der Markeninhaber hat alleine das Recht, ein Frisbee auch Frisbee zu nennen. Und versteht unter Umständen auch keinen Spaß. Sie wissen bereits, dass die Leute jede Art von Scheibe, die durch die Luft fliegt, als Frisbee bezeichnen, was uns nicht stört. Aber wenn Personen oder Unternehmen versuchen, unter diesem Namen Produkte zu vermarkten oder zu verkaufen, die keine Frisbees sind, dann nehmen wir die Schutzmaßnahmen sehr ernst. Aber wie soll man die Frisbees, Sportgeräte, die es seit 1959 gibt, bitte dann nennen? Schwebscheibe. Wenn du jetzt weißt, dass es nur ein Markenname ist, wie würdest du es denn vielleicht sonst nennen? Grüner Frisbee. Wurfscheibe? Wurfscheibe ist tatsächlich die richtige Bezeichnung. Die Entstehungsgeschichte ist kurios, denn die hat etwas mit einer Bäckerei zu tun. Die Frisbee Pie Company verkaufte seit 1871 Kuchen. Die benutzten flachen, runden Kuchenbleche landeten im Mülleimer. Gerüchteweise sollen Kinder in den 1930ern aus Langeweile damit begonnen haben, sich diese zuzuwerfen und waren begeistert von den Flugeigenschaften. Ein Mann namens Walter Frederick Morrison soll daraufhin so lange an dem Gewicht, der Größe und am Material der Wurfscheibe getüftelt haben, bis die heute bekannte Frisbee-Scheibe geboren war. Wenn man irgendwie sagt, den Uhu geben, dabei ist ja klar, ist ja Kleber. Pampers ist ja auch ein Markenname. Ich dachte auch, Pampers ist Pampers. Ich hätte keinen anderen Begriff dafür. Wind, ja, Windel. Tempo. Ja. Boah, stark. Ja. Und jetzt mal für alle zum Mitraten. Welchen Markennamen, den wir alle benutzen, könnten die Passanten meinen? Erinnerungsspiel. Rätselspiel. Merkspiel. Bilder, Paarsuchspiel. Sie alle meinen das Spiel Memory, denn das Wort Memory ist eine geschützte Marke, und zwar vom bekannten Spielehersteller Ravensburger AG. Der Inhaber der Marke hat einfach auch die Verpflichtung, diesen Markennamen zu schützen und auch gegen, wenn er einfach fälschlich verwendet wird oder unerlaubt verwendet wird, dann muss man da einfach aktiv werden. Mehrfach ist der deutsche Spieleentwickler schon gegen Markenrechtsverletzungen vorgegangen. Aber muss man sich Sorgen machen, wenn man Memory sagt, obwohl man nicht das Original meint? Das ist ja dann schon die Markenrechtsverletzung, also ja an sich schon. Klar. Also ich glaube, da würde es niemand so ernst nehmen, aber an sich rechtlich gesehen ja. Also ich denke als Otto Normalverbraucher auf keinen Fall. Das wird halt ein markenrechtlich geschützter Begriff sein, bin mir aber nicht ganz sicher, wie da die rechtliche Situation ist. Als Normale muss man sich da natürlich gar keine Gedanken machen. Also das ist ja so ein ganz bekanntes Phänomen im Grunde, dass ein Markenname für eine komplette Gattung verwendet wird. Wenn man das geschafft hat, dann kann man als Firma durchaus natürlich stolz sein. Schade, dass der Andi nicht da ist. Der ist Industriedesigner. Der hat den ganzen Tag mit nichts anderem zu tun als Markenrechtsverletzungen, mein Großer. Jetzt wird's wieder schwierig, denn dieses Produkt könnte eigentlich jeder. Gute Frage, wie heißt denn das nochmal? Ich weiß es noch nicht mal gerade. Es ist ein. Verdammt. Aber ja, ist ein. So, was du, damit du die Mutter greifen kannst. Und das ist ja, wenn du da drin so hast und dann machst du es auch so. Aber wie es heißt, ich habe keine Ahnung. Das hier ist ein Inbus bzw. Inbus-Schlüssel. Tatsächlich eine deutsche Marke aus Breckerfeld. Die Erfindung ist schon über 100 Jahre alt. Andere Firmen, die mit einem ähnlichen Werkzeug arbeiten, dürfen ihn nur Innensechskant, Winkelschlüssel oder ähnlich nennen. Das sagt kein Mensch der Welt. Wenn ich sage, ich brauche einen 10er Inbus-Schlüssel, dann muss ich mit 10er Inbus-Schlüssel. Jetzt suchen wir einen anderen Begriff für ein Produkt, welches durchsichtig wie Glas ist, aber aus einer Art Kunststoff besteht. Plastikstück. So würde ich es nennen. Eine halbdurchsichtige Scheibe. Schutz vor Corona. Schutz, ja. Ich kenne es tatsächlich nur als Plexiglas. Und wer hat es erfunden? Dieser junge Mann. Der 1876 geborene Apothekergehilfe und spätere Chemiker Dr. Otto Röhm, der lange und kostenintensiv eine Art Acrylkautschuk herstellen wollte. Plexiglas wurde 1933 als Marke angemeldet und ist bis heute das Flaggschiff der Firma Röhm GmbH. Dem Normalbürger kann man ja nicht übel nehmen, dass er von Plexiglas spricht, wenn er es nicht besser weiß. Ich sage auch Tempo, wenn ich ein anderes
Papier verwende, so ist das Leben. Aber wir gehen natürlich der professionellen, missbräuchlichen Verwendung nach und verteidigen. Wenn man es als Unternehmen geschafft hat, dass Leute nicht mal merken, dass sie einen Markennamen verwenden, hat man als Markeninhaber auch viel richtig gemacht.